Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cry of Fear. Joa, geht's auch direkt los. Was soll ich groß erzählen, ne? Wir müssen in den Keller. Nee, Quatsch, hier, genau. Dritter, nee, Quatsch, wir müssen runter in den zweiten. So war das ja. Da kommt bestimmt jetzt auch noch irgendein neues Monster oder so. Nachdem ich den Schlüssel gefunden habe, sind auf einmal alle Flure wieder infiziert. Was zum... Alter Verwalter, nee. Hinter mir. Mann, oh. Kombinieren. Mit meinem Arm. Ja, genau. Ich will jetzt aber nicht nochmal zurückholen in die neue Dingsbums. Ich glaube, das wäre zu viel des Guten. Das möchte ich auch nicht eurer Zeit zumuten. Deswegen geht es direkt weiter, ohne dass wir jetzt nochmal durch das halbe Level wandern, um an Spritzen zu kommen. Bin ich heute aber schieß, genau du. Nichts, war das eine blutige Tür. Mit der Tür traue ich so im... gar nicht. Was steht da? Psychologe M. Oldfield? Irgendwie sowas. Holy fuck. Das war doch wo... Genau. Hier war doch der Typ. Alter, nee. Kugelschreiber. Warum hat sich das... Alter, was ist hier passiert? Warum hat sich das alles so verändert? Warum klebt alles an der... Würde ich mich veräppeln? Was ist denn hier los? Alter, alles an... Jetzt wird das Haus schief stehen. Oh Gott. Okay, ich habe gerade einen kleinen Laderuck. Ich nehme an, hier kommt gleich irgendwo ein Gegner. Nein, das ist bloß das Badezimmer. Okay. Sehr schön. Aber hier ist alles in Ordnung. Höre ich da die ganze Zeit Schritte? Nee, okay, gut. Oh! Alter, nee, Leute. Macht doch sowas nicht. Das ist der Gang zu Ende. Kommen denn die ganzen Stäbe her? Wollt ihr mich dann veräppeln? Das ist doch nicht schön. Ich höre was. Klingt, als würde hier Wasser fließen. Was? Alter, ist der schnell. Geh weg. Nachladen. Oh Mann. Wie sieht der denn aus? Der ist hässlich, der Junge. Der ist hässlich. Da würde ich auch komplett ausrasten. Wenn ich so hässlich wäre wie der, du. Aber warum... fließt hier Wasser. Dies, meine Freunde, müsst ihr mir verraten. Nee, hier kommen wir falsch. Hier müssen wir raus. Und dies sieht komplett... Nee, das sieht genauso aus, wie es war. Okay, ich verstehe. Verdammt, eine Kugel verschwendet. Aus dem Weg. Kam die hier raus, oder? Ist hier nur irgendwas, was wir finden müssen? Die Tür ist auf jeden Fall aufgegangen. Ich würde sagen, sie kam hier raus. Obwohl es für mich so aussah, als wäre sie... Naja. In dem Spiel darf ich mich wahrscheinlich sowieso nicht auf meine Wahrnehmung verlassen. Oh, ein Wasserschaden. Oh, wie fein.
und wir speichern diesmal auf der 3. Hier lang war. Das liegt schon so auf dem Präsentierteller, dass da hundertprozentig gleich was kommt. Nicht? Okay. Danke, Entwickler. Warum baut man so einen kurzen Raum ein? Das verstehe ich nicht. Okay. Was ist das? Was ist das? Fuck. Was zum Teufel? Was? Nein, was ist los? Was ist los? Was? Shit. Was war das? Was zum Teufel? Stopp. Alter. Die Olle aus The Ring mit einem Baby? Oder so? Und warum wollte ich mich selbst umbringen? Alter. Okay. Das war mir jetzt eine ganze Ecke zu viel. Nee, danke. Shit, ich seh nix. Komm, lauf! Fuck. Ich würde sie gerne sehen. Scheiße. Okay, da drin ist das Viech. Wunderbar. Okay, das ist der schlimmste Gegner bisher. Absolut. Absolut der schlimmste fucking Gegner. Ja, ich kann dich sehr gut verstehen, mein Junge. Mein Freund, da kann ich dich absolut verstehen. Ich würde am liebsten auch weinen. Aber das darf ich, das tue ich euch jetzt einfach mal nicht an. Ich sehe schrecklich aus, wenn ich weine. Tot? Dort. Wunderbar. Okay, gut. Weiter geht's. Das sind die schlimmsten Gegner der Welt, ey. Wirklich. Und auch total unfair, weil ich auf einmal meine Waffe ablegen muss. Was zum Teufel? Was war das? Warum habe ich einen kurzen Schmerzensschrei ausgestoßen? Alter, nee. Was ist denn hier passiert? Ein Videotape. Okay. Hier wollte sich jemand aufhängen. An zwei verschiedenen Stellen. Anscheinend aber wurde er erstochen oder so. Das macht gar keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Ich habe es gehört. Okay, wenn nicht. Oh nein, und ich habe schon wieder die Truller gehört. Ich habe die Tür entriegelt. Aber womit denn? Hatte ich einen Schlüssel mit? Ah. Auf der 4. Okay, ich nehme an, wir müssen einen Kassettenrekorder finden für... Genau. Den Kassettenrekorder oder Videoplayer, wie auch immer. Für das Tape, was wir gerade gefunden haben. Achso, das soll Glas symbolisieren. Ich verstehe. Können wir... Nein, wir können hier nicht hoch. Schon wieder diese ganzen ekelhaften Gänge lang. Okay.
weiß nicht, wo ich einen Videorekorder gesehen habe. Okay, den können wir nicht benutzen. Aber wir werden schon einen finden. Ich hoffe, ich schaffe das noch in der Zeit, damit ich einen geilen Cliffhanger habe. Nein, danke. Ich gehe einfach. I have got nothing to do here. Bitte breche nicht aus. Schwein gehabt. Fuck. Okay. Wir müssen nachladen. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich dem Ding stellen, was auch immer da drin rumgepoltert hat. Es ist ruhig. Okay. Okay. Geh einfach nach oben. Ich traue mich gerade nicht richtig an dieser Tür vorbei. Ich Weichei. Okay, komm, nein, wir schaffen das. Wir schaffen. Mensch! So. Okay, nichts passiert. Freue ich mich. Hier vielleicht? Okay, das sieht besser aus. Hier ist kein Videoplayer. Ist hier einer? Nein, dieser Raum hat keinerlei Sinn. Im Badezimmer wird sich hundertprozentig kein Videorekorder finden lassen. In diesem Raum wohl eher nicht. Na komm, geh rein da. Müssen wir hier lang. Okay, ich nehme den Mund raus. Okay, super. Nichts außer ein Dingsbums Brett vor der Tür. So wie ich vor meinem Kopf. Okay, versuchen wir mal unser Glück da drüben. Das sieht sehr gut aus. Hier ist doch einer. Ich hoffe, es sind keine Monster. Okay, meine Freundin. Ich würde sagen, ich beende einfach mal vorzeitig diesen Part hier. Denn wenn ihr sehen wollt, was auf dem Videotape drauf ist, müsst ihr zur nächsten Folge kommen. Ich weiß, das ist total offensichtlich hier, aber vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Teil.